I'm back! Über 4 Wochen liegt das letzte Video auf meinem Channel nun zurück. Wie zu der Zeit auch angekündigt, habe ich mir aufgrund einer extremen Klausurphase und dem Alltagsstress mit meinem Vorgesetzten im Büro eine kleine Auszeit von YouTube gegönnt und bin in den Urlaub gefahren. Einige von euch schrieben mir empört Kommentare, dass ich, faules Schwein, gar nicht das Recht habe, von mir behaupten zu dürfen, dass ich überarbeitet sei und eine Pause benötige. Aber muss ich mir das auch von Leuten sagen lassen, die von Mami und Papi noch alles gemacht bekommen und in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben? Moment. So, das hätten wir. In den folgenden Minuten möchte ich euch die Geschichte der Hexenhasen erzählen. Die Truppe, mit der ich jetzt das 3. Mal im Urlaub gewesen bin. Intro. Die Hexenhasen bestehen aus mir, Benny, Snickers Andy und Wobbert. Alles hat 2013 angefangen, als wir eine spontane Weltreise machen wollten und plötzlich über Tunesien abgestürzt sind. Nicht schon wieder. Mit den uns dort zur Verfügung gestellten Hygiene- und Biervorräten kamen wir so gut klar, dass wir uns 2014 entschlossen, gemeinsam nach Griechenland zu reisen, um dort die Insel Kos einzunehmen. Doch was vorher keiner von uns ahnte, war, dass dort eine unserer größten Herausforderungen auf uns wartet. Ja, Mann. Resi, der Barkeeper unserer Herzen, versorgt uns jeden Tag aufs Neue mit Unmengen an Bier, Schnaps und leckeren Snacks. Bevor etwas davon aufgebraucht war, füllte er es heimlich wieder nach. Im Prinzip hatten wir keine Chance, die Bar zu verlassen. Das Krasse ist, ich sitze seit 2 Stunden hier und habe noch nicht einmal was bestellt. Ja, Mann. Aber unsere Urlaube bestehen nicht immer nur aus Hinlosen in der Sonne liegen und saufen. An einem Tag in der Woche mieten wir uns immer ein Auto, um durch die Gegend zu fahren. Wir haben uns heute ein Auto gemietet. Schön Strandbuggy. Und damit fahren wir zur Strandbar. Nein, also mal im Ernst. Die Insel Kos ist wirklich wunderschön und für eine Rundfahrt kann ich sie wirklich jedem empfehlen. Für uns ist es immer besonders interessant, andere Kulturen kennenzulernen, neue Orte zu entdecken und Sachen zu sehen, die man so nicht unbedingt in Deutschland zu Gesicht bekommt. Und da ein Bumsen! Yo! Wo? Der kleine Rammler. Wie hässlich die sind. Solche hässliche Tiere, meine Kurve, ekelhaft. Ey, Kollege. Jetzt greifen sie uns an. Wie eben gesagt, mieteten wir uns letztes Jahr bei sommerlichen Temperaturen ein Cabrio. Der Vermieter des Wagens sagte noch zu uns, dass wir das Cabrio ruhig offen lassen können, wenn wir dieses verlassen. Wenn ihn jemand klauen will, schafft er das auch so. Diesem Rat folgten wir, als dann plötzlich... Völlig herrschen in der Restaurant. Ich sehe schon, wie der Autovermieter nachher mit einem schönen ganzen Sitze wieder trocken macht. Am folgenden Tag waren wir alle 4 krank. Anfang diesen Monats hat es uns 4 nun in die Türkei verschlagen. Wieder mieteten wir ein Cabrio, welches allerdings nach Pisse gestunken hat und eher für einen Selbstmordtrip geeignet war. Wir wechselten also auf eine normale Karre. Auch in der Türkei schauten wir uns nun einen ganzen Tag lang die Umgebung an und landeten schließlich in einem türkischen Friseursalon, bei dem wir uns alle haben schick machen lassen. 1, 2. Auch immer besonders spannend sind unsere Spieleabende. Nein, das meinte ich damit jetzt nicht. Seit dem ersten Urlaub spielen wir gemeinsam Scrabble. Dabei haben wir allerdings unsere eigenen Regeln. Das Wort muss es nicht geben, man muss es nur erklären können. Rausgekommen sind dabei Wortschöpfungen wie das Luftkinn, Hodensexreisen, Uwe, Wetterbrüste, Sexdosen, Terfan, Kurpannen, Busenruf, Negerenten, Analsohn, Rohleidensee, Bosgier, Pojedris, das Eisteehaus und letztendlich auch Hexenhasen. Für kleinere Späßchen untereinander sind wir uns auch nie zu schade. Auch nicht, wenn ich mich manchmal dafür wie Elvis verkleiden muss. Ich bereue jedenfalls keinen einzigen Tag, den ich mit den dreien verbracht habe und hoffe, dass wir noch viele, viele weitere Jahre gemeinsam in den Urlaub fahren können. Jungs, das seht ihr doch genauso, oder? Boah, ist das scheiße hier. Ich vermisse die Arbeit. Gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn euch diese Geschichte gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare, was ihr im Urlaub für lustige Sachen erlebt habt. Übrigens treten Martin und ich am 2. Mai gemeinsam mit Helden und Diebe auf den Videodays in Berlin auf. Mehr dazu erzähle ich euch nächste Woche bei Ask Jam. Haut rein!